Na, guck, ist schon Mittag. Siehste. Und gleich einmal eine Brotzeit machen. Bakersfield. Na, in welchem Bundesstaat liegt eigentlich das Original Bakersfield, also das bekannteste? Ha? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 im Niemandsland auf diesem kleinen Agrarbetriebshof. Hier hatten wir beim letzten Mal die Fortführung der Zuckerrübenernte verquatscht und versäumt und vernachlässigt. Hat ja auch geplästert, also Ausrede haben wir. Aber jetzt geht's hier zur Sache, dass wir die Rüben mal unter Dach und Fach kriegen, sprich in die Zuckerfabrik. Packen wir erstmal das Ding ein hier. Habe ich denn das Ding runtergefahren? Ja, das ist gut. Dann schalten wir ihn ein. Vorne auch. Den müssen wir auch runterfahren, ne? Ja. Na dann los. Es läuft. Gut. Müssen wir ja irgendwie weiterkommen. Ich hatte noch nicht geguckt, das müssen wir nachher mal gucken. Das große Feld, habe ich da die Steine schon gesammelt oder nicht? Das ist tatsächlich manchmal schwierig, ich vergesse das. Weil, da sind ja einige Tage oft dazwischen, wo ich dann 4, 5 verschiedene Spiele mit anderen Zeug auf Folgen mache und dann bin ich total nicht mehr im Bilde. Deswegen ist das schon ein Ritual bei mir, dass ich mir immer, bevor ich wieder Folgen aufnehme, so zumindest die letzten 10 Minuten der letzten Folge angucke. Damit ich wenigstens ungefähr weiß, was so Sache ist. Ja, ich habe ja die letzte Folge gerade erst gemacht. Davor habe ich auch reingeguckt. Aber ich habe nicht mehr auf dem Zettel, wie weit denn das große Feld war. Ich weiß es nicht genau, ob wir da schon die Steine gesammelt haben. Ja, das werde ich ja in Erfahrung bringen nachher. Dann wollte ich weiteres Weizen in die Mühle kippen. Dann wollte ich die Milch in die Mühle kippen. In die Bäckerei kippen, in die Mühle wäre doof. Dann käme da so ein Mehlmatsch raus. Das ist doof. Ja. Eier haben wir ja schon reingepackt. War das voll geworden? Sind alle reingegangen, ne? Naja, dann müssen wir gucken, dass wir jetzt demnächst keine Eier verkaufen. Sondern erstmal gucken, dass wir die Bäckerei damit gefüttert kriegen. Andererseits brauche ich doch auch mal Geld für meine Molkerei. Aber ich brauche auch Kühe. Sonst kommt die Milch zu langsam. Wir brauchen ja die Milch für den Kuchen einmal so und noch verarbeitet zur Butter. Ja. 96, 97. Ich muss aufpassen, dass ich das merke rechtzeitig. Der meldet sich nämlich nicht. Der macht einfach weiter vorne, haut das Kraut weg und dann kann man das nicht so gut sehen, wo denn noch Rüben stehen und wo nicht. So, möglichst gerade ein Stück zurückfahren. Aus. So reicht. So. Ja, wenn man alles selber machen muss, muss man laufen, ne? Ist aber gut für die Figur, habe ich mir sagen lassen. Hier. Ja, das ist normal, weil der manchmal ein bisschen breiter schlägelt, als dann die Sammelmaschine da ist. Aber das macht nichts. Die kriege ich eigentlich ganz gut mit. Also ich sehe hier sonst keine Rüben, die übrig geblieben sind. Also... Rübenklaukinder haben da schlechte Karten. Weil die Bäuerin da sehr akribisch hinterher ist. So. Na, spätestens im November müssen wir uns aber mal eine Jacke besorgen, ne? Sonst könnte das ein bisschen kühle werden. Obwohl die Trecker, die haben ja Heizung, aber ich muss ja auch ein bisschen rumlaufen draußen, ne? Und wenn ich dann mal den C-Tor benutze, boah, das kann eisig werden. Gut, der Fahrtwind ist jetzt nicht so dramatisch dabei. Gleich voll. Kriegen wir den jetzt voll? Nee, ne? Ich glaube, bei 97% bleibt der, ne?
Ja. Okay, dann fahre ich ein Stück auf Seite. Dann machen wir den erstmal ganz voll gleich. Das geht so schnell, dass ich hier den Motor anlassen kann. So. Ach, warum habe ich das denn gemacht? Hier ist doch noch zu sammeln. Ich muss hinten anmachen. Da ist dann aber zu sammeln, oder nicht? Bestimmt. Ja, klar. Ja, nur ganz hinten. So ein ganz kleines bisschen nur. Da sind so ein paar. Siehst du wohl? 110 Liter. Ah, da kann man sehen, was das lange dauert, was das auffällt, ne? Das ist schon not from bad parents. Ah, den kann ich runter machen. Ist ja doch jetzt fast die ganze Strecke fahren. Ja, also mit so einem großen Panther oder wie sie heißen, ne? Sind doch diese, ich glaube, die kann man für beides benutzen, ne? Für Kartoffeln und Rüben. Und die sind nicht breiter in der Ernte, in der Arbeitsbreite. Die sind jetzt auch nicht wirklich schneller. Wir fahren jetzt hier mit 10 km/h. Ich denke mal, das wird auch so ähnlich sein. Aber, und das macht doch schon eine enorme Zeitersparnis, da geht natürlich eine ganze Menge mehr rein. Also da muss ich nicht nach jeder Reihe stehen bleiben und abladen. Ja, und wenn man dann noch einen Trecker hat, ordentlich Leistung mit zwei großen Anhängern oder sogar mit so einem LKW, mit so einem Auflieger arbeitet, dann ist das doch schon, obwohl man so eine schmale Arbeitsbreite hat, schon eine ganz ordentliche Erleichterung. Ja, normalerweise ist das kaum mehr als eine Länge, aber ich denke mal, ich habe ein bisschen schmal gearbeitet hier. Eine Reihe weniger weggenommen, das wäre möglich. Naja. Kein Zugang, ja, ich weiß, ich fahre ja auch nur drüber, die Maschine ist nur aus Spaß an. So. Aber wir sehen, so ganz so viel ist das nicht mehr. Und wenn ich drüben das riesige Feld mal mit Zuckerrüben mache, dann haben wir bestimmt schon die große Erntemaschine, dann wird das auch nicht so viel länger dauern. So, 92. Stück zurück. Soll reichen. Aufmachen, ausschalten. Umschalten, umschalten, ausschalten. Ja, das sind eine Menge Knöpfe zu drücken. Die vielleicht jetzt zugucken und das selber nicht spielen. Für die ist das vielleicht mal eine interessante Info. Ich muss hier tatsächlich allerhand Knöpfe drücken. Aber ich mache das, wie gesagt, überwiegend über die Tastatur. Ich habe zwar jetzt hier dieses G29 Lenkrad, damit lenke ich Gas und Bremse auch. Ich habe den Schalthebel, auch hier den Shifter, aber wechsle eigentlich nur zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang. Das ist bei manchen Treckern eben möglich, bei anderen eben nicht, je nachdem, ob die Automatik oder Schaltgetriebe haben. Man kann, so ist meine Information zumindest, man kann auch so ein G29, was ja eigentlich jetzt nicht für den Landwirtschaftssimulator konzipiert ist, es gibt ja so ein eigenes, ne, von denen, aber das ist meiner Meinung nach sehr minderwertig, so von der Verarbeitung, so klein und so billiges Plastik, zumindest wirkt das so auf mich, aber trotzdem sehr teuer. Und man kann ja eigentlich damit nur Landwirtschaftssimulator machen. Ich meine, wenn einer das wirklich total exzessiv spielt, mag das eine gute Entscheidung sein. Aber ansonsten kann man nämlich ein Lenkrad, was man für die anderen Spiele auch nimmt, nämlich hier zum Beispiel die von Logitech, auch ganz gut nehmen. Aber das ist dann doch schon mal so ein bisschen tricky, das alles einzurichten. Ne? Deswegen habe ich da so einen Kompromiss und nur so die absoluten Grundfunktionen gemacht. So, fertig. Jetzt mache ich aber mal Folgendes. Ich stelle die Karre hier ab. Wir können mir auch da lang fahren. Ich muss nicht oben rum über den Hof fahren. So. Lass ich jetzt erstmal hier stehen, die Karre. Weil... ich mache den schon mal komplett voll. Dann haben wir das beim nächsten Mal gleich wieder ganz. Das geht ja jetzt ganz schnell. So. Können wir sogar oben lassen, den Arm da. Das Rohr.
Nein, da. Einschalten, weiterschalten, einschalten. 91%, okay. Vorwärts bitte. Und los. Fertig. Na? So, kann er stehen bleiben. Karre aus. So. Auf zur Zuckerfabrik nach Bakersfield. Ach ja. Da liegt immer noch Holz hinter der Schreinerei. Junge, Junge, Junge. Da arbeitet Prinz Valium persönlich. Heute machen wir denn heute mal? Ach, heute müssen wir nichts machen. Warten wir noch bis in November, bevor wir dann wieder einen Hocker bauen. Da fällt mir nichts mehr ein. Da muss ich immer wieder drauf rumhacken. So bin ich. Aber das stört die auch nicht, wie mir scheint. Jetzt kommen wir gleich erstmal in Sichtweite des ersten Zuckers. Sind wir gerade schon vorbeigefahren dran? Ja, gerade. Ich glaube, in der letzten Folge war das, ne? Ja. Da stehen schon 4 Paletten Zucker. Sugar, Sugar Baby. Oh, oh, Sugar, Sugar Baby. Dann hat jemand auch geschrieben, wenn ich jetzt noch diese Rübenschnetzel hier reinpacken würde, dann würde ich effektiver arbeiten. Ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, habe ich das nicht vollständig gut genug gelesen? Oder hat er das? Ich glaube, hat er nichts von geschrieben, ne? Arbeitet die Zuckerfabrik dann eigentlich parallel? Das heißt also, wenn die jetzt arbeitet und aus Zuckerrüben Zucker macht, kann die gleichzeitig parallel dazu auch noch Zuckerrübenschnetzel verarbeiten zu Zucker, sodass ich quasi doppelte Geschwindigkeit habe? Oder verhalbieren die sich oder machen die das nacheinander? Dann hätte ich da nichts von. Und die andere Frage ist, wie komme ich eigentlich an die Schnetzel? Die muss ich ja irgendwo, muss ich die Rüben ja noch zu Schnetzel verarbeiten. Das weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Denke mal, da braucht man so ein Schnetzelgerät oder was für, ne? So, lass mich doch mal eben gucken vorne. Wie viel haben wir denn da jetzt drin? Wie viel Zucker ist schon da und so? Muss ja immer mal so ein bisschen Kontrollblick machen. Ihr verbraucht Strom, wir haben Energiekrise. Macht doch mal die Lampen aus tagsüber. Ist ja wirklich, das ist unglaublich, ne? Die scheint ja zu haben. So. ...176.000. Ja, so halb voll. Aber da kann ich jetzt bequem den Rest noch reinpacken. Ich kriege die gar nicht voll. Ne? So, hier sind die Schnitzel und Zuckerrohr. Haben wir auch keinen gemacht. Das wäre ja dann sogar dreifach. Wenn das parallel arbeiten kann, könnte ich mir vorstellen. Zucker haben wir 360 Liter für die nächste Palette schon mal liegen. 2 Rüben geben einmal Zucker. Also, das heißt also, dass 180.000 Liter... Ich denke mal, 200.000 könnten das werden. Ist ja schon einiges verarbeitet. Dürften 100.000 Liter Zucker werden. Und das sind 1.000. Da müsste ich 100 Paletten rauskriegen. Echt jetzt? Naja. Naja. Bauen wir wieder weiter bauen hier an unserer Stadt. Ne? Und hier mal Rasen mähen. Ach so, apropos Rasen mähen. Ich wollte ja Heu machen. Das könnte ich eigentlich auch noch im Oktober machen, aber das ist echt viel Arbeit. Mähen, wenden und dann, weiß nicht mehr, wie heißt das hier, diese Schwadern und Sammeln. Arbeit. Ja. Und da kann man irgendwie auch keinen Helfer für nehmen, das kriegt er nicht gebacken, ne? So auf normaler Wiese. Auch ich kann ja auch hier rumfahren. So, auf der Seite, ja, stellen wir jetzt schon mal gleich richtig. Wir haben ja keine Fruchtzerstörung. Sonst wäre das noch mal aufwendig, jedes Mal da von der Seite wegfahren, dass man da runterfahren kann, ohne durch die Frucht zu fahren. Ja, muss sowieso gleich wegfahren.
Hau rein. Zack. Und zack. So. Wenn ich so ein Windrad sehe, ne? Wie das. Dann erinnert mich das immer an meiner Zeit. Das war so die Zeit 2015. Fing dann an, so bis, ja, 2018, 19, so zu der Zeit, da bin ich viel mit Koptern rumgeflogen, ne? Und dann habe ich immer Spaß gehabt, mit dem Kopter so knapp über diese Windräder zu fliegen und die von der Nähe zu filmen, dass man den Blick hat, wie das Windrad halt und so. Gibt's auch so ein paar Videos bei mir. Habe ich mal gerne gemacht. Das, jedes Mal denke ich daran, wenn ich so ein Windrad sehe. So, aus. Weiter. Nützt ja nichts. So, holen wir rein. Auf geht's. Ja, ist nicht mehr ganz so viel. Kriegen wir schon. Naja. Also ich sag mal so, wenn ich das jetzt in dieser Folge nicht fertig kriege, das kann auch sein, dann mache ich zwischen der Folge noch was. Also auf jeden Fall in der nächsten Folge wird das Zuckerfeld abgeerntet sein. Ohne, dass wir die ganze Folge nichts anderes machen als Rüben rupfen. Das sind die westeuropäischen Rupfrüben. Die gemeine Rupfrübe. Gibt ja auch gemeine Larven im Planet Grafter, ne? Da bin ich übrigens auch ein bisschen erstaunt, dass da so viele zuschauen. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen unspektakulär. So, können wir schneller fahren. Aber das Knöpfchen drücken länger gedauert als die Zeitersparnis, dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen schneller fahren kann, oder? Lohnt eigentlich nicht wirklich. Kann man lieber anlassen. So. So. Na, 63% ist immer so schnell voll. Na, 78. Und das war's schon wieder. Zack. Ja. So, geht los. Ist da nur noch ein schmaler Streifen? Wie viele Fuhren sind da noch? Wie viele Reihen? 6? 7? 5, 6, 7? So, mehr ist das nicht. Ach, das kriegen wir schon. Ich glaube, 2 oder 3 Fuhren noch zur Zuckerfabrik, dann haben wir das Feld abgefrühstückt hier. Ist doch nur ein kleines. Können wir ausmachen, ne? Jo. Okay. Muss ich jetzt warten, bevor ich das Ding einklappe, sonst hau ich mir meinen Trecker kaputt damit. So, jetzt kann ich.
Das finde ich auch gut gemacht, dass das da so eine Kollision hat, dass man in so einem Fall tatsächlich den Trecker da umschubst. Der nimmt zwar jetzt nicht wirklich Schaden, weiß ich gar nicht genau, ob der dadurch auch ein bisschen, dass der Reparaturbalken dadurch runtergeht, das weiß ich gar nicht so genau. Ne, aber ja, der steht im Weg, der klemmt, der lässt sich wegschubsen. Also das ist nicht so, wie das in anderen Spielen manchmal ist, Phantom, dass der sich so da durchbewegen würde. Ne? Kennen wir ja. Ist hier nicht so. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man auch bei solchen Dingen so ein bisschen aufpassen muss, was man macht und überlegen muss. So. Klar, man hätte natürlich auch jetzt im Kreis fahren können, hier bei dem Feld, dass man immer den Auswurfschacht, ja, dieses Förderbandrohr da auf der anderen Seite hat. Klar, kann man. Müsste man immer schön im Uhrzeigersinn um das Feld rumfahren? Oder? Nee, gegen. Gegen den Uhrzeigersinn. Das hat die Andrina so gern. Das mag die so gerne. So, 70% schon wieder. Ja, ne, man sieht also, in den Tank passt kaum viel mehr als eine Reihe, ne? Naja. Ah, doch. Haben wir 90. Das war's schon wieder. Ein Stück zurück. Soll reichen. Arbeit. Und mir läuft tatsächlich, als würde ich das wirklich machen, die Brühe runter. Also das Wetter sieht ja aus wie Juli, August. Wir haben aber Mitte Oktober. Das ist so meine Geburtszeit. Ich habe Geburtstag. Jetzt Mitte Oktober habe ich Geburtstag. Wo bleiben die Geschenke? Das habe ich mir schon dran gewöhnt, dass das nicht mehr gibt. Als Kind, da war das natürlich das absolut Wichtigste. Ne? Geburtstag, Weihnachten war alles nicht ganz so wichtig. Aber die Geschenke, die waren wichtig. Ja. Da gab es Besuch, da wurde eine Party gemacht und jetzt ist das einfach nur ein Tag, an dem man ja älter ist. Vielleicht kommt ein Anruf. Eigentlich schade. Aber so ist der Lauf der Dinge halt. Bei einem mehr, bei anderen weniger. Tja, so. Nummer drup. Eintönige Arbeit irgendwie, ne? Aber muss gemacht werden. Da kommen wir nicht drum rum. Entschuldigung. Also, weiter. Ja, auf jeden Fall werden wir gleich noch gucken, dass wir da die Milch in die Bäckerei bringen. Das habe ich auf jeden Fall noch vor. Das bisschen, was da ist. Dass da schon mal Milch drin ist, damit wir so früh und so bald wie möglich, wenn wir dann mal alles zusammen haben, mit der Kuchenproduktion anfangen können. Und wenn ich merke, oh, Mehl, dann stoppe ich die Brotproduktion dafür sogar. Aber ich denke mal, solange ich noch keine Molkerei habe, lasse ich das mal noch weiterlaufen. Weil an Mehl kommen wir dann oder an Getreide kommen wir ja vorläufig nicht ran, ne? Das ist ja klar. Ach, das lasse ich jetzt ankommen, ist egal. Hier nur für den kleinen blöden Bogen hier. Da habe ich mich so lange drauf gefreut, hier auf die erste Rübenernte. Gerade weil das so viel Arbeit ist. Eigenartig, ne? Und da freue ich mich drauf, wenn wir mal dieses Monster auf dem Hof stehen haben. Aber das kostet ja einen Haufen Geld. Was war das? 400.000 oder so? Boah, ey. Schmerzt. Wird aber. Ist fest geplant. Kann aber noch dauern. Aber zur nächsten Ernte möchte ich den schon haben. Also zur nächsten Rübenernte. Das möchte ich nicht nochmal mit den kleinen gemieteten Dingern hier machen. Ja, willst du das noch auf dieser Reihe?
schwer zu sagen, ne? Ist knapp. Ah ja, doch. Kann werden, kann werden. Sehr gut. Das war's. So. Ja. Also die Fuhre bringen wir gleich weg. Noch. Soweit machen wir das noch und dann kümmern wir uns um Milch. Ist ja schon wieder die Zeit rumgelaufen. Was haben wir gemacht? Da haben wir doch die ganze Folge nur geerntet hier. Ne? Da sieht man richtig die Rüben, die da stehen. Ich kenne mich. Am Ende hole ich die noch. So. Ach, das ist ja nicht mehr für so ein dünnes Streifchen hier. Oh ja, tut sich schwer. Mit 18.000 Liter Rüben hinten drauf, bergauf. Der kleine Steier, da kommt er genauso ins Schwitzen, wie ich jetzt bin. So. Mach mal die 3% hier noch rein. Das war's. Mal eben umsteigen. So. Tatsächlich voll 100% echt jetzt? Ja, dann stelle ich den ja schon mal in Position, ne? Oder liegen da noch Rüben drauf? Ich glaube, das hat auf die letzte Rübe genau gepasst. So, stellen wir den hier hin. Na, sind hier noch Rüben? Nee, echt nicht. Alle weg. Ja, Kinder, es tut mir leid. Da müsst ihr hungrig nach Hause. Jo. Genau, und am Rückweg machen wir noch ein paar andere Arbeiten dann. Ach ja. Das kriegen wir schon. Wieder 18.500 Liter obendrauf. Na, guck, ist schon Mittag. Siehste. Und gleich einmal eine Brotzeit machen. Bakersfield. Na, in welchem Bundesstaat liegt eigentlich das Original Bakersfield, also das bekannteste? Ha? Ja, könnte ich ja mal ein Quiz machen. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Ich wollte den drücken. So. Mal eben rausgesprungen. Bakersfield liegt doch in Kalifornien, ne? Wenn ich da richtig bin. Nicht in Nevada, nee, ist Kalifornien. Und da in der Nähe steht doch auch diese Villa, ne? Wo der Originaldrehort. Der war gar nicht da, der soll da angeblich sein. Also da spielt die Geschichte mit Psycho hier, die auch verfilmt wurde mit Anthony Perkins von Alfred Hitchcock. Ja, die berühmte Szene in der Dusche mit dem Messer, mit diesem Schrei, mit dieser Schreimusik. Das hörte sich jetzt eher nach Enten an, aber gut. Ja, aber das ist ja ganz woanders gedreht worden, ne? Aber im American Truck Simulator steht dieses Haus am Straßenrand, so ein bisschen auf Seite, tatsächlich auf der Map rum. Habe ich auch schon mal gefunden. In einem Video irgendwo zeige ich das, glaube ich, auch genau. Dieses Bates Motel. Steht auch dran, Bates Motel mit dem Haus im Hintergrund, wo die Mutter da einmal am Fenster gesessen hat.
Ist schon interessant. Sollen wir mal eben gucken? Ich muss ja mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt da drin, ne? Ich muss ja immer gucken. Ich muss ja immer spinzen gehen. Ah, 194. Boah, das wären über 200.000 noch. Und eine halbe Palette Zucker ist auch schon wieder fertig. Ist das ein Lärm hier. So, ab nach Hus. Jetzt kümmern wir uns mal um die Milch, würde ich sagen. Dass da auch schon mal Milch in die Bäckerei kommt, damit wir so langsam alle Zutaten da reinkriegen, die wir für den Kuchen brauchen. Also für die Torte. Das ist ja richtig, das ist ja, also das ist ja nicht normaler Standard 0815 Kuchen, also auf den Paletten. Das sieht so richtig, richtig geil aus. So wie ich das in Erinnerung habe. Ich habe das ja mal gemacht auf Oberon, als der Landwirtschaftssimulator ganz neu war. Da habe ich da eine ganze Weile gespielt und habe schon ein bisschen Kuchen produziert. Also schon schön. Kuchen zum Versuchen. So, dann parken wir die Karre da vorne irgendwo. Ja, mitten auf der Wiese, würde ich sagen. Und dann schnappe ich mir aber Bedenken, der Milchanhänger hat so eine Deichsel. Das ist so ein Ding, womit man sich so super gut blamieren kann. So, den stellen wir auch hier hin. Ja, ich parke das ganze Zeug kreuz und quer. Das ist hier so ein bisschen Manu-Style, oder? Also die auch Andrina gucken, die macht ja immer mittwochs abends von 19 Uhr an Landwirtschaftssimulator-Stream bei Twitch. Und dann macht sie mit der Manu zusammen auch eine ganz lustige Geschichte immer. Macht Spaß zuzugucken. Kann ich wirklich empfehlen. Und naja, auf jeden Fall, die haben manchmal etwas Chaos auf ihrem Hof. Gut, nicht so schlimm wie bei mir, aber auch ganz lustig. So, den abgeschmissen. Und dann nehmen wir uns, was brauche ich denn jetzt dafür? Für die Milch? Ah ja, wir wollten ja die Milch erst machen, genau. Ich war jetzt schon wieder einen Gedankenschritt weiter. So, wo ist die Milch abzuzapfen? Hier, glaube ich, ne? So. Schwupp. Ah ne, geht ja so nicht. Muss ich ja so schalten. Zack. Ja, guck mal, 81%. Jetzt muss mal gucken, wenn ich jetzt die Milch... Ach nee, jetzt geht das wieder los. Boah, schalt doch mal den Vorwärtsgang rein. Das kann man sehen, wenn sie die Hände bewegt, kann man das sehen. Hörst du nicht auf mich? Nichts zu machen, ne? Mach doch mal! Wenn ich jetzt mal hier, ich meine auch immer, das hängt so ein bisschen beim Schaltknüppel zusammen. Ne? Und wenn ich jetzt so mache? Nö, interessiert mich nicht. Boah, ist das ein Scheiß. Also so, das wird immer schlimmer, meine ich irgendwie, ne? Nichts zu machen. Und das wird immer krummer. Ja klar, weil ich das überhaupt nicht kann. Ich hasse es. Ich kaufe nur noch Automatiktrecker, weil die kann ich nämlich manuell schalten. So verrückt sich das. Jetzt! Habt ihr das gesehen? Jetzt hat es das gemacht. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur blöd gequatscht. Das ist ja eigenartig. Ich habe das noch nicht raus, womit das zusammenhängt. Wenn ich das wüsste, dann würde ich das ja vielleicht hinkriegen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt mal gucken, ob wir hier noch Milch abzapfen können. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich immer so fahre, dass ich nur vorwärts fahren muss, weil rückwärts rangieren damit grenzt an einer Unmöglichkeit. Befüllung starten. Mehr ist nicht, ne? Das ist das, ne? Nur 18 Kühe hat, das ist... Ja, das muss ich ändern. Guck ich mal, ob ich da von hinten kommen kann. Ganz knapp fahren. Steht mein eigenes Brot im Weg. Aber ich denke mal... Jetzt! Milch!
Ich fürchte, die geht komplett da rein. Ja. Scheint voll zu sein. Ich habe sogar noch Milch über. Ist ja der helle Wahnsinn. So, einmal durch die Sträucher gefahren hier. Die können das ab. Das ist robust Gestrüpp. Ne? Kennt doch jeder dieses typische südfranzösische Robustgestrüpp. Das ist auch extra gezüchtet worden, damit abtrünnige Treckerfahrer da nicht so viel zerstören können. So, dann stellen wir den wieder ab. Ja. So. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre ja mal das Mehl da wegholen von der Mühle und auch wieder reinschütten in die Bäckerei. Ich habe mir Folgendes überlegt. Moment mal, da steht Brot, ne? Hallo Wolfgang! Ah, der Wolfgang, der ist übrigens nicht mehr gruselig, ne? Ich habe mich mit ihm da verständigt und er hat gesagt, nein, er wird mich also jetzt nicht fressen wollen, weil ich das hier so schön mache, hat da wenigstens was zu gucken immer. Aber ich sollte auf mein Vieh aufpassen. Er könnte nicht garantieren, dass wenn er da mal... Ah, jetzt habe ich wieder einen Rückwärtsgang drin. Wenn er da mal so seine Gelüste kriegt, dass er mal das eine oder andere Tier reißen würde. Ne? Aber ansonsten mich wieder in Ruhe lassen. Das ist ja schon mal beruhigend. Ich habe ihn dann gebeten, dass er vielleicht Bescheid sagt, wenn er sagt, boah, ich brauche jetzt aber mal ein Tier zum Reißen. Ich sage, wenn ich mal was über habe, vielleicht können wir das machen. Dann würde ich dem Tier nämlich vorher so, boah, jetzt kriege ich diesen blöden Gang nicht mehr hin. Jetzt hat sie. Jawohl. Ja, würde ich dem Tier nämlich Beruhigungsmittel geben oder schon so leicht narkotisieren. Und dann klappt das. Wenn er mich ärgert, der Werwolf, dann narkotisiere ich das Tier so, dass er gleich mit in Ohnmacht fällt. Haha! So, jetzt haben wir, glaube ich, nur eine Palette, da was eigentlich gar nicht lohnt, oder? Lohnt eigentlich gar nicht. Oder hat er schon zwei Paletten? Nö. Ja, komm, ist egal. Aufpassen, nicht zu nah ran, sonst werden wir nämlich geschreddert hier von dem Rad. Ist echt nur eine. Das hatte ich jetzt auch vollgebracht, ne? Ich glaube, ich brauche zwei Mühlen. So, oh, so, darum. Ja, er greift sich die aber. Ist das auch schon mal drin? Zack! So. Ja, dann wird weiter geerntet, ne? Muss ja. Nützt ja nichts. Das machen wir aber zusammen, ne? Diese paar blöden letzten Rüben holen wir alleine, dann holen wir noch zusammen runter. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich sehe schon, wir haben auch schon wieder ein bisschen länger, als ich eigentlich wollte. Und, tja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Macht, gebt Likes, schreibt Kommentare. Ach, die Maschine ist wieder unterwegs. Guck mal, da ist sie wieder dran. Mineralfutter hat sie genommen. Oh ja, da fällt mir ein. Heu müssen wir machen. Heu. Vielleicht habe ich auch noch was im Silo. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi. A wise man once said, to figure out how to dig the soil, tend the earth, is to figure ourselves. Well, maybe some have. But a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices. And the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can take.